Hi und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. So, Home Sweet Home. Es wird richtig gemütlich hier und es ist Nacht draußen. Das finde ich schön. Ich habe da nachgefragt, ob das den anderen auf den Servern recht ist, wenn wir die Nacht wieder aktivieren. Weil ich finde einfach die Stimmung nachts einfach echt schön. Das hat mir gefehlt, dass wir auch mal nachts alles sehen können. Da waren eigentlich die meisten dann doch damit einverstanden. Das ist cool. Das freut mich. Warum habe ich jetzt die Fackel nicht? So, jetzt. Das freut mich. Ah, wenn das jetzt, wenn der noch größer wäre, würde ich da jetzt unten in die Mitte eine Fackel reinsetzen. Aber so nicht. Ja, aber ich schätze mal, Dächer sind einfach dunkel, ne? Aber es leuchtet von innen raus. Das ist schön. So. Oh, das ist doch echt schon ein schönes Häuschen hier. So, was ich ganz vergessen habe letztes Mal. Ich weiß gar nicht warum. Ich dachte, die habe ich mir eigentlich rausgesucht. Bücherregale können wir noch nutzen. Die sehen ja hier in dem Mod auch ein bisschen anders aus. Ich weiß gar nicht, ob man die als Bücherregale so richtig identifizieren kann, wenn ich die jetzt mal hier so hinstelle. Nö, okay, doch. So. Dann eine Trapdoor. Ich meine natürlich eine Falltür. Oh Mann, ich habe jetzt mich mal wieder ein bisschen umgesehen auf Gaming-News-Seiten, damit ich mal wieder so aktuell bin. Ich habe da so meine Seiten, wo ich eigentlich immer wieder gucke und so. Aber Gaming-News-Seiten machen mich fertig. Machen mich fertig mit dem Bullshit. Die Bullshit-Meldungen. Ich glaube, das ist nichts, was exklusiv für Gaming-News ist. Aber da ich da halt sehr viel lese, vor allem, fällt es mir da am meisten auf. Aber, also ich meine, so Sachen, ne, dass halt dann News kommen, News unter Anführungsstrichen, in denen Ankündigungen angekündigt werden. Denen das heißt, morgen wird Videospielhersteller XY irgendwas ankündigen. Cool, ich lese eine News über die Ankündigung einer Ankündigung. Das ist echt bizarr und weird und seltsam, wenn ihr mich fragt. Aber okay. So. Nee, Eisen wahrscheinlich. Ich weiß zwar nicht, warum in dem Bauernhaus eine Rüstung rumsteht, aber vielleicht ist ja einer der Bewohner. Ich meine, es ist ein gut bürgerliches Bauernhaus hier. Oh, hallo. Das muss man schon sagen. Vielleicht ist ja einer der Bewohner hier ein Ex-Soldat oder so. Ein Hochrangiger, der sich hier zur Ruhe gesetzt hat. Aber seine Rüstung, die hat er noch hier. Die hat er noch hier stehen oder so. Dann, wenn wir das so machen, dann brauche ich jetzt aber auch einen Rahmen und ein Schwert. Wenn das hier ein Ex-Offiziershaus ist, denn schon, dann muss er auch sein Schwert hier irgendwo haben. Oh, jetzt hätte ich gern... Ah, Mist, wie mache ich das jetzt? Da bräuchte ich jetzt eine Wand. Das würde ich gern symmetrisch machen. Vielleicht hier. Mache ich mal so. Und jetzt brauche ich... Oh, wie heißen die jetzt? Banner vielleicht? Ja, nehmen wir mal zwei rote Banner noch. Habe ich mir schöner vorgestellt. Wartet mal, damit kann ich vielleicht leben. Aber jetzt brauche ich... Moment. Maustaste nicht vergessen. Oh. Ich glaube, das funktioniert hier ausgerechnet gerade nicht. Außer... Aha, aber jetzt habe ich das Schwert weggemacht. Na super. Doof Batzen, du. Ah, Werkzeuge. Gut. Moment, Werkzeuge sind keine Schwerter. Waffen. Gut. So.
Und genau, einen Bogen hätte ich nämlich gern noch gehabt. So, ja, dann ist das die Ehrenecke. So, ein Schild wäre natürlich auch eine Idee gewesen, statt einem Bogen. Ich habe vergessen, dass es die gibt. Okay, das sieht ein bisschen komisch aus, als hätte er eine Miniaturtür. Aber, wie wär's denn da? Ach, das geht nicht. Ach, das ist schade. Schade, schade, dass man den. Weil Waffen kann man den ja in die Hand geben. Oh, kann man bei denen nicht. Okay, die Java hat leider noch anscheinend alte oder anders funktionierende, veraltete. Schade. Es ist jetzt auch eine neue Version für die Bedrock Edition gekommen. Voll cool, mit Pandas und Katzen. Also Katzen sind jetzt ganz neu. Katzen sind jetzt keine gezähmten Ocelots mehr, sondern es gibt jetzt wirklich sehr viele verschiedene Katzen und Pandas. Und Bambus und Stuff. Ziemlich cool. So, was machen wir denn hier noch? Hier ist es noch ein bisschen leer, ne? Hier vor allem. Vielleicht noch irgendwelche Sitzbänke. Machen wir noch ganz einfache Sitzbänke. Ganz einfache Sitzbänke aus Holz. Und fertig. Okay. Jupp, nein. Ist ein bisschen leer. Könnte man noch ein bisschen schöner machen. Könnte man noch was machen. Aber was machen wir noch? Lassen wir uns mal von den Dekorationsobjekten inspirieren. Der Endstab. Dadurch, dass ich nicht oft im Creative-Modus gespielt habe oder so gut wie nie. Ich meine, den kann man für coole Sachen nutzen. Man kann Sachen von der Decke hängen lassen und sowas. Für Lampen. Aber so. Schauen wir mal, der Plattenspieler könnte ein guter dekorativer Block sein. Möglicherweise. Oh, die Mauer nehme ich schon mal raus für später. Endportalrahmen. Aha, interessant. Interessant. Das sind natürlich fancy Blöcke, die haben hier aber jetzt gerade leider nichts verloren. Ich nehme mal noch schwarze Banner und rote Banner. Fragt mich nicht, warum. Ich vermisse aber hier zum Beispiel den Blumentopf. Ist der hier zum Beispiel gar nicht dabei? Wo ist denn dann der, wenn nicht bei Dekorativ? Ach so, da ist er. Weil der ist eigentlich immer gut, genauso wie Teppiche, immer gut sind. Um auch einfach mal hier ein bisschen so zu dekorieren. Keine Ahnung. Warum nicht? Grün. Grün ist so eine altbäuerliche Dekorationsfarbe. So. Schön. Dann stelle ich noch irgendwo einen Topf drauf. Nicht mal mit Blume oder so, da steht einfach nur ein Topf. Und hier, nur damit sie ein bisschen anders aussehen, kommt so ein Holzding drauf. So. Wie wäre es denn? Ah, machen wir einen dazwischen einfach nur. Ich wollte eigentlich. Oder mache ich es doch links und rechts daneben noch? Ja, sieht schon ganz gut aus. Jetzt brauche ich aber doch noch mal Fackeln, glaube ich. Okay. Na, wie gefällt dir, Heinrich, dein neues Zuhause?
Der hat im Krieg ganz schön was abgekriegt, der Heinrich. Aber ne, diese Narben trägt man wie Orden quasi. Aber zumindest mal dir was Ordentliches anziehen. Du lässt dich gehen, Heinrich. Du lässt dich gehen. Der muss sich erst wieder an das Zivilleben gewöhnen. Das ist schwierig. So. das nehmen wir mal ein bisschen Holz hier. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Na super. Holz, dann brauche ich Schienen. So. Dann brauche ich Heu. Oder heißt es Stroh? Strohballen. So. Gut. Du lässt dich gehen, Heinrich. Oh, ich brauche ein Namensschild. Schnell. Wie geht denn das jetzt? Kann ich den gar nicht benennen? Kann ich keine Zombies Namensschild? Das ging doch, oder? Ah, keine Ahnung. Ich dachte, man könnte, hätte auch Kreaturen benennen können. Aber ich irgendwie jetzt nicht. Tja, schade. Ich wollte Heinrich einen Namen geben. Ich wollte, dass Heinrich hier auf dem Server bleibt. Aber nein, Heinrich bleibt nicht auf dem Server. Heinrich muss weg. So, hier oben ist zwar von außen alles schön sortiert. Aber von innen ist in Wirklichkeit das hier eher so ein Lagerraum. Ein Holzlager. Müsste mindestens noch eine Reihe hin. Wenn ich das so machen will. So, festgebunden. Ich weiß nicht, warum man das hier oben unbedingt festbinden muss, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, aber sagen wir einfach, das trocknet besser oder so. Was weiß denn ich? Und Heu, ganz viel Heu. Genau, dürfen wir auch ruhig ein bisschen unterschiedlich sein, das ist gar nicht schlecht. Und ein paar natürlich, wie auf jedem Dachboden, nicht näher definierte Kisten, die einfach so rumstehen. Man weiß selber eigentlich nicht mehr so genau, was da überhaupt drin ist. Aber Stuff halt. Keine Ahnung. Die hat man so, die kennt man. Kolben sehen interessant aus. Kolben sind Notenblöcke, Kolben. Werfer? Nee, ein Werfer geht zu weit. Das geht zu weit. Irgendwo ist auch mal Schluss mit lustig. So. Mist, so ich habe Platz mehr da unten. Ach, ich wusste gar nicht, dass die von alleine Licht absondern. Wie gesagt, im Creative-Modus benutzt man die jetzt nicht unbedingt oft. Deswegen, im Survival-Modus benutzt man die jetzt nicht unbedingt oft, die Dinger.
So. Heinrich, hi. Was machst denn du hier? Ach so, nee. So, wird schon ein ganz guter Dachboden. Jetzt hätte ich gern, aber das gibt's halt nicht. So die Optik, als wäre etwas mit einem Tuch einfach so überhangen. Als hätte man so ein Leintuch über irgendwas drüber gehängt, quasi. Das wäre natürlich noch ziemlich cool. Aber das haben wir nicht. Vielleicht einfach noch ein paar andere Blöcke. Getrockneter Seetang, der sieht auch interessant aus. Wie irgendwas Verschnürtes sieht der aus, das ist gut. Ist mir ein bisschen zu texturlos. Knochenmehl hat so eine dreckige Stelle irgendwie, das gefällt mir. Damit machen wir ein bisschen was. Heinrich findet es auch gut. Der ist ganz begeistert. Kann gar nicht mehr wegschauen. Die Notenblöcke gefallen mir irgendwie echt ganz gut. Das sieht einfach aus wie so kleine Käfige oder so. Wirklich so kleine Eisenkisten. So, schön. Das ist schon okay jetzt. Das ist schon schön genug. Ganz schön, schön ist es hier. Ich mache hier noch ein paar von diesen Päckchen. Und von mir machen wir da hinten einen versteckten roten Block hin. Details. Details. Okay. Na, gefällt mir nicht mehr. Jetzt, wo man es nochmal sieht, gefallen mir die vielen roten Banner hier nicht mehr. Zu viel Rot. Zu viel rote Banner. Machen wir vielleicht nochmal andere Banner. Grundsätzlich finde ich das mit den Bannern schon ganz gut. Vielleicht doch nochmal schwarze Banner. Wusste ich gar nicht. Interessant. Könnte man nutzen. Apropos, wenn wir gerade bei Banner sind, brauche ich vielleicht mal noch einen weißen Banner. Hängen wir noch ins Bad. Hey, creepy. Geh mal bitte fort. Ach so, Schlafzimmer. Falsch. Haben wir hier noch Platz irgendwo? So, fertig. Okay, cool. Nice. Ach so, genau. Quatsch, ich wollte unbedingt noch. Ich weiß gar nicht, warum ich das vergessen. Wie konnte ich das nur vergessen? Kiste? Die heißen nicht Kiste. Heißen die nicht Kiste? Ich habe sie bestimmt nur übersehen, oder? Truhe. Genau. Ich wollte auf dem Dachboden noch ein paar Truhen bauen, natürlich. Weil ich meine, macht ja voll Sinn, dass man da oben auch Truhen hat, in denen Sachen gelagert sind. Und hier könnte man theoretisch auch noch irgendwo eine Truhe hinstellen. Vielleicht hier. Das ist doch gut. So. Hä? Ah, wenn man auf Shift bleibt, macht man einzelne Truhen nebeneinander. Auch das wusste ich bis gerade eben nicht. Kann auch sein, ne, weil ich immer die Bedrock-Version gespielt habe, seit langer Zeit schon. Dass das damit zu tun hat. Aber das weiß ich nicht. Das ist jetzt eine reine Spekulation, deswegen keine Ahnung. So. Das reicht schon. Nur ein paar Kisten, weil Kisten halt. Ne? Wir sind ja immer auf einem Dachboden. Wenn da keine Kisten stehen, dann stimmt irgendwas nicht. Das ist so hoch. Ich hätte fast Bock, noch einen kleinen Zwischenboden einzuziehen, aber eigentlich. Nee, ist schon okay. Ich weiß nicht, ob ich die Kiste hier mag. Ich glaube, die kommt wieder weg. So, Heinrich, du bleibst hier auf dem Dachboden, oder wie? Okay. Aber pass auf, wenn die Sonne aufgeht. Nicht, dass hier zu viel Licht reinkommt. Nee, ich glaube, da hast du schon Glück. So. Okay. Okay.
Ich würde sagen, das Haus erkläre ich jetzt innen hier mal für fertig eingerichtet. Ziemlich mittelalterlich, minimalistisch, aber schön. Und ja, da kann man was damit anfangen. Oder kann man wohnen hier. Nicht schlecht. Ach so, warte, ich wollte noch schnell... Ach, jetzt weiß ich wieder nicht mehr, wie die heißen. Die Bilderrahmen. Rahmen, ja, genau. Das war's. Rahmen und Knöpfe. Nehmen wir wieder. Wollte ich hier noch ranmachen, damit das ein bisschen mehr wie ein Kästchen vielleicht aussieht. My Chesty. Wer weiß, was das ist? Wer weiß, das hat irgendeinen Nutzen. Das ist dekorativ. Ach, früher, kennt ihr das Spiel Majesty? Ist ein echt cooles Fantasy Kingdom Manager Spiel. Gibt es auch einen zweiten Teil, der nicht mehr ganz so cool ist wie der erste. Aber der erste ist sehr oldschool, da muss man sich reinarbeiten. Auf jeden Fall heißt das Spiel eben Majesty. Und wir haben früher natürlich, ne, Kinder, keine guten Englisch-Skills, haben das Spiel immer Majesty genannt. Das war so, ne, man weiß schon ein bisschen, wie Englisch eigentlich ausgesprochen wird, aber halt nicht so richtig. Und deswegen hat sich My Chesty einfach irgendwie richtig angefühlt. Haben wir alle My Chesty gesagt. Und heute benutze ich das immer noch, scherzhalber meistens, My Chesty. Weil sich das einfach anhört wie mein Kistchen. So die Verniedlichung von Chest. My Chesty, mein Kistchen. Finde ich irgendwie schön. Ach, ich bin echt so bescheuert. Warum kann ich denn mir nicht merken, dass ich hier auf Deutsch schreiben muss? Und wie heißt das Ding da unten? Steinmauer. Nicht Zaun. Warum kann ich mir das nicht merken? Warum bin ich so verrückt? So, jetzt hier natürlich bergab ist immer schwierig mit Mauern. Aber eigentlich ist ja auch wurscht. Das ist ein nettes Detail, die Mauer. Vielleicht mache ich dahinter irgendwie noch... Ich bräuchte vielleicht noch einen etwas größeren Busch oder so. Einen Farn. Der ist nicht sehr groß. Seegras. Gras. Noch ein Farn, aber das ist ein anderer Farn als der andere Farn, oder? Nee, das ist dasselbe Farn. Warum sollte das ein anderer Farn sein? Das ergibt gar keinen Sinn. Ein Amboss wäre noch gut gewesen für drin. Nein, aber das ist keine Schmiede. Das ist keine Schmiede, das ist ein Bauernhof. Warum sollte dann unbedingt ein Amboss sein? Ich finde das Grünzeug nicht, das ich suche. Ich glaube, ich lasse es jetzt einfach. Ah, großer Farn. Ja. Das ist schon eher, was ich gesucht habe. Ja, okay, das ist nice. Das lassen wir. So, okay. So, cool. Das ist doch schon mal hübsch, ne? So, dann machen wir jetzt für heute, würde ich sagen, Schluss. Und morgen kommt dann die Ankündigung für eine Ankündigung. Für ein neues Bauprojekt. Macht's gut, bis dann. Ciao.